So, Freunde, willkommen zurück zu Fire Emblem 7 Blazing Sword, Folge 118. Wir sind wieder da, also ich bin wieder da, nachdem ich das ganze Kapitel in zwei Folgen aufgeteilt habe. Schön. War nicht schlecht, muss man mal sagen. Ja, es muss schrecklich sein, sich selbst, ja, bla bla bla. Kenn ich schon, ja, ja. Ja, bam, ja. Okay, ich glaube, dann kommt jetzt unser gefürchtetes Kapitel. Und es war gut, dass ich ein paar Dietriche gespart habe. Ja, Kampf in der Dämmerung. Prince. Also, zwei Attentäter der Black Fang. Ja, Nanino kann man ja nicht wirklich als Attentäter bezeichnen. Aber hey, was soll's? Kampf in der Dämmerung. Ja, ja, kenne ich schon. It's nothing new, man. I just want to see it again. So, Batre. Ja, wir sind alle mittlerweile Level 7, 8, 6. Farina hat mittlerweile ziemlich gute Status mit 16 Defense, Alter. Wow, krass. Hat, ja, fast Ravens Stand. Oder fast Zanes Stand. Und sogar besseren Altraf. Und ist genauso gut wie Heath. What the fuck, okay. Ich glaube, das zeigt, dass Farina doch ziemlich gut ist. Gut, hab mich nicht bereut, dass ich sie mitgenommen habe. Okay. Gut, Leute, so, wir haben unseren... Alter, 65 KP überhaupt nicht übertrieben? Nein, ist nicht übertrieben, Freunde. Wenn der, kann der noch 15 HP kriegen? Ich wüsste das gerade gar nicht. Ihr habt mir gesehen, der kriegt 17... Nee, dann komme ich höchstens auf 77. Schade, das fände ich cool. Ich hätte mal gern Charakter über 80 HP, aber... Kannst aber machen, geht halt eben nicht, ne? Schade. Wäre aber schon cool. Auf jeden Fall müssen wir mit dem vorsichtig umgehen, weil jetzt kommt das... Böse Kapitel, in dem wir hier... Jetzt schon so ziemlich keinen Bock drauf, weil ganz ehrlich... da muss man so schnell sein teilweise. Wir müssen dringend halt hier unten einen Dieb parat halten, der hier den ganz schnell auffällt. Und zwar, damit meine ich wirklich schnell. Ganz schnell. Am besten irgendjemanden... mit einem Truhenschlüssel hier vorschicken. Hier in dem Kapitel brauche ich auf jeden Fall wieder Ninian. Das ist schon mal ganz klar. Das will ich jetzt ja nicht außer Acht lassen. Aber erstmal würde ich sagen, geben wir mal ein bisschen Scheiß ab hier. Hier, zack, zack, Bräugne. Mein Lager ist eh gleich voll. Voll mit Bullshit, Mann. Krass, Mann. Tausch mal mit Florina und gib mir mal den anderen Türschlüssel, weil dann sparen wir nach wie vor Dietriche. Weil, Leute, ja, was soll ich sagen, ne? Es gibt 2, 3, 4 Kisten. Sollte uns der Dietrich ausgehen, sind wir ziemlich angearscht. Und deswegen wird auch irgendjemand jetzt, der noch Platz hat und ein bisschen weiter laufen kann als hier Standard. Und deswegen würde ich sagen, Heath, gib mal deinen... Oder verkauf mal, komm, verkauf mal deinen einzelnen Axtmeister, dann brauchst du eh nicht mehr. Und dafür bekommst du... Na, wo du bist viel mit Kämpfen beschäftigt. Zane vielleicht, Zane. Der es nicht Zane lassen kann, ne? Wir kennen den Witz mittlerweile alle. Also wenn ich denn, ne, der es nicht Zane lassen kann, jetzt wisst ihr. Und wir nehmen einmal die drei... Alter, 2 Schneejuwele. Leute, wir werden ein bisschen Geld verdienen. Raven hat übrigens auch noch einen Türschlüssel. Ist gar nicht mal doof, ne? Hier, wisst ihr, du kannst auch noch einen mitnehmen. Haben wir nicht noch welche? Ich hab da noch welche gesehen hier. Auch noch einen Türschlüssel für Kenneth. Yay. So, alle möglichen Leute mit irgendwelchen Schlüsseln dabei. Er hat einen Öffner auch noch. Haben wir noch einen zweiten? Dann kann Priscilla auch noch einen nehmen. Haben wir noch einen zweiten Öffner? Nein, leider nicht. So, das ist immer noch ein B-Stab. Und du hast leider noch kein B-Level, um ein Purgativ zu nutzen. Schade, fände ich sehr, sehr cool. Hätte extrem Style. Aber gut, macht nichts. Ach ja, noch ein Truhenschlüssel. Ja gut, dann ihr seid beide Leute, die sich gut bewegen können mit 8 Reichweite, ne? Also können wir das Zane und Raph überlassen mit den Truhenschlüsseln. Da kriegen auf jeden Fall alle Kisten auf zur Not. Die Türen kriegen auch auf. Sollte also nicht das Problem sein. Der einzige Haken ist halt, dass wir aktuell nicht die Möglichkeit haben... Achso, das kannst du mal abgeben, Kumpel. Das ist was für Guy. War ziemlich gut, das für Guy. Das ist nämlich ein guter Schnitter, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Der 35 statt 30 Crit liefert. Gut, er mag ja einen Kraft weniger haben, aber dafür ist das Gewicht leichter. Also perfekt für unseren Guy, der nicht der Beste in der Konstitution ist. So, Ninian, du musst auf jeden Fall mit, aber wen lasse ich zu Hause? Ich glaube, in so einem Kapitel ist es ganz gut, wenn man Osmond zu Hause lässt, weil ganz ehrlich, er ist jetzt nicht so schnell von der Bewegung her, von daher. Tendiere ich dazu, aber Hector ist ja auch dabei, also. Aber irgendwen muss ich zu Hause lassen. Und deswegen muss ich ihn einfach hier zu Hause lassen. Ninian kann mitkommen. So. Ja. Ich denke mal, das geht so. Aber ich will hier instant erste Runde die Tür aufschließen und das kann ruhig Farina machen, weil da müssten... Ne, ich glaube, hier kommen mehr Einheiten.
Obwohl davon, wenn ich. Also Farina gut, Farina schicke ich nach links. Haben wir jetzt geschafft. Kann ich machen. Hier muss ich halt nur die Tür aufmachen und hier unten kann ich hier irgendwann Jafar rekrutieren. Da muss aber jemand mit, der mit ihm. Ach nee, geht ja nicht. Der ist ja sofort grün und ich muss ihn mit Nino anquatschen. Die muss ja von rechts kommen. Gut. Rechts anquatschen muss. Muss das Hector machen oder kann das auch Florina oder Lynn oder so zur Not machen? Ich weiß es nicht. Muss das Hector machen? Ich weiß es echt nicht. Auf jeden Fall beschützen könnte sie jeder. Anquatschen? Ja, schwierig, ne? Ist schwierig, schwierig. Aber wir kriegen hier die Stiefel und die will ich unbedingt haben. Stiefel gibt es nur einmal im Spiel, von daher hätte ich die halt sehr, sehr gerne. Das fände ich ziemlich cool. Mal gucken. Ja. Ja, müssen wir wohl so machen. Oder lasse ich Erk die Tür öffnen. Mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reicht nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reicht aber perfekt. Danach kann Nien aber nicht mehr für sie tanzen. Es sei denn, ich mach's anders. Ich tausche, gebe Priscilla den Öffner von Erk. Sie kann nämlich weiterlaufen und hat, glaube ich, 7 Schritte oder 8 sogar. Ich weiß es nicht. Nee, 8. Okay. Damit kommt sie auf jeden Fall an die Tür ran. Fail. Formation, weil ich brauche nämlich Ninian auf der rechten Seite, um hier die Tür ins... Ach, guck mal, wer hier... Hier stehen ja direkt Einheiten. Wow, das ist mir aber ganz neu. Ach, der hat sogar einen Türschlüssel dabei. Ein Klingenmeister hat er auch noch. Klingenmeister sind schlecht gegen Lanzen. Ja, Heath, ich würde sagen, ist dein Vortritt, ne? Weil ich möchte gerne Ninian hier haben. Und Florina, ja, hier. So, 3, 4. Dann kann sie mit angedanced werden. Aber wir lassen mal den Dieb tatsächlich auf der Seite. Denn dadurch hat man hier eine ziemlich gute Sichtreichweite. Natürlich scheiße, dass jetzt da so ein paar Spacken im Weg stehen. Reicht ja auch so wahrscheinlich, oder? Na, so eher. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn sie hier danced, sollte da auf jeden Fall Florina bis dahin kommen. Oder Heath schnappt sich den unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wäre eine Aktion für einen Speer. Ach nee, sie will ja durchrennen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenneth würde den auch wegmachen. Könnte er direkt loslaufen mit vollen 6 Schritten. Florina würde die Tür trotzdem aufkriegen. Alles cool. So, jetzt kommt hier die Frage. Priscilla könnte für die 1, 2, 3, 4, 5, ja, keine Frage. Würde die Tür aufkriegen und sie könnte durchreiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, würde hier trotzdem letztendlich nichts bringen. Aber wie gesagt, ich kann Ninian dann dafür rechts benutzen. Ja, ich glaube, so ist das ganz gut aufgebaut. Ich werde nochmal einen Scharfstarter machen. So, und dann let's go. It's me, Mario. Ne, der ist nicht hier. Melnus kommt natürlich auch wieder mit, hat nächstes Level erreicht. So, Jafar steht instant hier unten, hier der Jafar aus Aladdin. Mit seinen extrem, na, das heißt extrem ziemlich guten Statuswerten. Muss auf die KP, die sind ein bisschen derpy. Aber hey, ansonsten ist er echt gut, muss man mal sagen. Glück mangelt es manchmal ein bisschen, aber ansonsten nicht schlecht. So, Nino hier, ja. Die eine, die ich gerne trainieren würde, aber es echt nicht kann, weil ich habe keine nachträgliche Trainingsmethode für, wie in Fire Emblem 8. Ansonsten wäre sie genauso gut wie Even wahrscheinlich. Einfach nachtrainieren. Auch ihr hier am besten noch einen Arthas-Tropfen geben und dann rockt die ganze Bude. Sag ich euch so, wie das ist. Das Wachstum von der ist nämlich ziemlich heftig. Gut, vielleicht nicht so gut an Defensive, aber das sind die meisten Magier so, ne? Also von daher haut sie doch recht schon gut rein. Rein vom Potenzial her. Das ist halt natürlich scheiße, dass man irgendwie hier so eine Einheit... Was ist die Level 5, glaube ich, ne? Die gibt's auf Kapitel 28, ne? Unterentwickelte Einheit Level 5. Wird zum Teufel. Warum? Ist schon ein bisschen fies. Man nimmt ihr natürlich das Superpotenzial, vor allen Dingen, wenn man daran denkt, ja, da hat man ihr einfach ein super Wachstum gegeben, um es auszugleichen. Aber wer macht sich die Mühe, noch so eine Level 5 Einheit zu trainieren? Das ist schon echt hart. Aber gut, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal unseren Job. Nutzen den Öffner. Open the Lucas. Tür weggezaubert einfach wahrscheinlich. So, swoot, gucke einfach verschwunden. Gibt sogar noch ein paar XP für Priscilla. Und Farina kann sich denn hier ins Getümmel stürzen mit, ja, einer Eisenlanze. Ich glaube, da stehen ganz viele Helden auf der Seite, wenn ich mich richtig erinnere. So, du hast nur einen Türschlüssel, der könnte hier unten gut helfen. Den nehmen wir mal mit. Du kommst mit hier. Du kommst auch mal hier mit. So, dann haben wir hier einen Heiler, würde ich sagen. Erk, du bist rechts, obwohl wir haben ja Kennis.
Ach du Scheiße, das ist ja so ein Eckumgang. Ach, ich dachte, hier kann man rüberlaufen. Ja, schon ist mein ganzer Plan im Eimer. Haha, schade. Say, nee, du kommst nicht ran. Oh, hätte ich ihn hier hingestellt. Jetzt funktioniert. Ach, ja, du kommst ran. Super. Links auf eines Verlass. Snapshot 1 und Snapshot 2 und du bist down. Ich weiß, du hast so einen Türschlüssel bei dir, den hätte ich eigentlich jetzt gut, wahrscheinlich gebrauchen können irgendwo, aber hey, was soll's. Wir haben ja noch genug davon. So, und... Instant KO. Der ist so richtig down. So, wo kann jetzt so Florina hingehen, wo Ninian so noch nie erwischt? Hier. La, 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 trololo. Dancing. The Dancing Queen. And let's go. Opa mit Luca. Hier steht ein Held. Ey, du Held. Oh, der hat einen Dietrich. Ich will ihn haben. Ich will ihn haben. Bitte, bitte, bitte gib ihn mir. Junge, du musst ihn mir geben. Aber er hat ein Silberschwert, ganz ehrlich. Oh, 15 Speed, Alter. 13. Was ist denn das für ein Held? Der ist ja mal richtig gut. Na gut, wieder null Glück. Aber das ist ja hier Standard in Fire Emblem. Das sieht ja viele der gegnerischen Einheiten ein bisschen underkurbelt. Underkurbelt. Aber ich denke eh nicht, dass er ihn hier irgendwie angreifen wird. Weil ganz ehrlich, da steht jemand mit einem Bogen. Der 2 Speed verliert und nur 19 hat. Den würde er nicht mal... Na doch. Rath würde ihn doppeln. Na, er auch noch. Das ist ja krass. Silberschwert und gute Werte. Nicht schlecht. Nice. Die Gegner werden besser. Finde ich gut. Ich finde das interessanter so. Finde doof, wenn die Gegner mal viel zu schwach sind. Und ich so... Die klatsche ich einfach beiseite. Also Fire Emblem 8 mag ich zum Beispiel auch teilweise deswegen streckenweise nicht, weil es einfach mal zu einfach ist. Also die ganzen Zombies und so Level 1 hier mit... Alle 0 Werte bis Stärke vielleicht mal 1, wenn man Glück hat. Und nur ein bisschen KP, das ist schon ein bisschen lame, aber hey. Was soll's, ne? So, Hector, du gehst mal... Ja, wenn ich dich mit Nino wirklich ansprechen muss, dann meint er mal hier rum. So, Zane, du hast jetzt hier die Truhenschlüssel. Hier laufen jetzt 5 mit und hier drüben... Kämpfeeinheiten 6, 7. Ja, komm, Zane geht nach links mit. So, wer könnte ich jetzt noch hier... Türschlüssel ist hier noch einmal dabei. Würde gehen. Haben wir einen Öffner. Noch ein Türschlüssel. Truhenschlüssel. Okay, Merlinus geht rechts mit. Links sind nämlich genug Items auf jeden Fall, um die ganzen Sachen zu managen, die man manchmal machen muss. Da kommt ein Panzerschwein, der kriegt trotzdem auf... Das reicht nicht. Danke. Florina hat's gedidded, indem sie einfach mal einen Crit raushaut. Ist aber beide gut. So, der kriegt jetzt, naja, wahrscheinlich die ganze Zeit ganz schön auf die Fresse. Oh, ouch, aber zum Teufel, wow, der ist echt gut. It's a strong unit. Ist das so ein Mini-Boss hier oder was? Cool. Astreine Aktion, das ist keine Astra... Wow. Quit Mania. Swoot, daneben, hehe. Och man, jetzt stellt euch dann... Was zum... ja. Klar. Ja gut, dann so viel dazu. Hat natürlich beides auch getroffen. Ich will nicht wissen, wie die Trefferraten waren. Ich habe extra Eisenschwert genommen, um besser ausweichen zu können. Ja gut, Leute. Dann hat sich das wohl erstmal erledigt. So, liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Fire Emblem 7, und zwar Blazing Sword Folge 118, ja, ich glaube schon. Und ja, ihr könnt am Ende dieses Parts ein wunderschönes Bonus-Material genießen, was ich euch wieder servieren möchte. Denn ich will nicht verheimlichen, dass dies schon die zweite Aufnahmeversuch ist, denn Ligold ist abgekratzt, weil hier irgendwo ein Held steht, der dumme Held. Ja, da habe ich natürlich gedacht so, jo, scheiße, der hat ein Silberschwert. Und dann kam noch ein Magier dazu und dann war Ligold auch leider down aufgrund seiner mangelnden Defensivwerte und Ausweichen. Ja, da hat sich das Spiel gedacht, nö, heute mal nicht. Hatte sogar extra das Eisenschwert rausgenommen, um 2 extra Ausweichen zu kriegen. Kein Glück gehabt wieder mal, aber gut. War auch etwas ungeschickt, denn das Kapitel hat sich anscheinend stark verändert, weil der hält hier gar nicht mal so wenig ansehnliche Werte. Nice one. Ist wie ein kleiner Zwischenboss in Zelda irgendwie. So, ansonsten ist mein Team aber schon so fertig. Melden, es reicht wieder mal Level 4. Kenn ich alles schon. Habe ich noch gestern versucht, vor dem Stream aufzunehmen, aber irgendwie... ja, wollt nicht so wirklich, ne? So, du, wir haben schon festgestellt, ne? Please open the Luke.
swus, 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 einfach die Tür weggehext. Hex, Hex, Twing und so, ne? So, Farina wird sich dann voranstürzen mit einer Eisenlanze, ja. So, Bartel kommt mal mit hier. Ravenclaw kommt mit. Garth kommt hier mit. Und Erk. Ne, Candace geht halt zum Heilen hier mit, ne? Kann man machen, ne? Du hast eine Pflege und du hast eine Pflege ebenfalls. Du hast noch einen Türschlüssel. Na, ich glaube, wir machen das so. Du gehst mal hier mit. So, jetzt muss ich versuchen, wie ich das hier mache. Erstmal wird Ligold auch jetzt wieder vor nach vorne stoßen und den hier niederschlitzen. Gewutz an Tschüssikowski. Und erst uns erstmal schöne Blickreichweite geben, weil die brauche ich. Level 18, wunderschönes Level up. Nice one. Ein Waffenlevel up auf. Ah, nee, B erstmal, wow. Und das ist der böse erwähnte Held. 13 Defense, 37 KP, 6 Resistenz, das 15 Speed ist auch nicht wenig, 16 Fähigkeit ist okay und 11 Stärke kommt, ja, kombiniert mit einem Silberschwert, haut ganz schön rein, muss man mal so sagen. Not bad. Und der hat denn hier den goldenen Schuss abgeliefert, der ekelhafte, aber ich weiß ja jetzt, wie ich da hinkomme, nämlich ganz, ganz easy. Der hat hier einen Klingenmeister und ist schlecht gegen Lanzen. Deswegen bist du von einem Langspeer ganz easy zu killen. Schön Swoot Level up für Zane, der es nicht sehen lassen kann, ne? Twine, twine, twine. Oh yeah. Fähigkeit, Geschwindigkeit. Nein, halt. Fähigkeit, Glück und Defense. Und noch ein Waffenlevel up und ein Türschlüssel, den ich gerne behalten würde. Aus dessen Grund gebe ich mal das Eisenschwert für den kurzen Moment weg. Also, und du wirst einfach mal dein Overpower Spear einfach mal... Schwarz Crimson, einfach mal dem Spaß, die da voll in die Fresse schmeißen und dann ist der gute Kumpel auch down. Denn gegen Heath mit seinem Ultra Spear hat sowieso niemand eine Chance. So, jetzt werden wir mal Florina noch bis zur Tür hexen. Ja, Hex Hex wieder mal. Und zwar bis hierhin darf ich sie stellen mit... Ja, einer Eisenlanze ruhig, ne? Hier unten stehen vorzugsweise Gegner mit Lanzen, aber auch ein Schwertkämpfer, der aber nicht rankommt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das so. Nina, du kommst mal hier hin und tanzt mal bitte für Florina. So, ich muss mich heute schon ein bisschen beeilen, es ist nämlich schon reichlich spät, muss man halt mal einfach mal so erwähnen. Ist mal mit, für den Fall, dass ich... Hier sind 6 unterwegs und hier sind... Naja... 4, 3... Naja, eigentlich wäre hier besser, ne? Ja, geh mal hier mit. Ist ja vielleicht der bessere Idee. So, du musst erstmal laufen, Florina. Und einmal bitte die Tür mit einem Türschlüssel öffnen und dann, ja, mach ruhig noch einen Schritt nach vorne. So, jetzt ist hier nur eine Person, die wirklich noch angreifen kann. Das ist nämlich der Kumpel hier. Aber der alleine, der kann da auch nicht mehr viel reißen. Von daher mache ich das einfach mal ganz wagemutig hier. So. Enemy's turn. Swoot daneben, Kumpel, leider. Oh, Critical Action. Boom, der ist down. Das finde ich very good. So, der will natürlich jetzt erstmal Jafar angreifen. Und der schnitzelt den einfach One-Hit-Kill weg. Geil. Das sieht mal geil aus. So, da kommt der nächste und haut Florina erstmal ganz schön auf die Fresse. Weniger cool, aber Level Up für Florina ist auch nicht schlecht. Krieg mal bloß Defense, Alter. Komm schon, Mann, warum immer genau um die Defense rumgeslitscht, wie fies. So, da kommt was auf Nino. Und die hat erstmal Probleme dagegen. Boom. So, dabei ist eigentlich Anima ja gut gegen Licht, aber hier heute nicht. So, da kommt ein Bogenschütze. Da kommt dann ein Magienutzer, der hat aber eh nicht viele Quoten, weil Florinas Resistenz halt besser ist. Was? Mein, wer macht? Ja, stell dich da hin und sei Feigling. Och nein, Jafar, du Ekelhafter. Don't do that. Stell dich doch lieber irgendwie ins sichere Örtchen. Ist das scheiße. Ja, ein bisschen behindert ist das ja schon, ne? Wir haben keine Fackeln mit. Ja, manchmal bin ich aber auch ein bisschen behindert, ne? Wir haben nicht einen einzelnen Fackelstab mit, Leute. Wie behindert bin ich denn? Na, Rathdora, reitest das mal bitte vor. Und zeigst mal, was hier für Einheiten sind. So, dann kann man bis... Ich hab keinen Fackelstab mit. Willst du mir das jetzt echt erzählen? Oh Gott, ich hab den echt vergessen. Na gut, Leute, müssen wir halt so schaffen. Ich hab jetzt keinen Lust, nochmal neu zu starten. Das wäre mir jetzt echt ein bisschen zu dämlich gerade. Raven geht mal nach oben. Nächstes Mal... Ja, bis dahin, ne? Das war riskant, aber es geht. So, ich kann Priscilla noch... Quatsch, Priscilla, ja. Farina noch gerade so nach vorne setzen.
Für den Fall der Fälle, ne? Falls irgendwie dann kommen sollte, wieder mit irgendwelchen bösen Waffen. Aber es sieht eigentlich relativ leer aus auf der linken Seite hier. Dabei müsste doch alle Maxime oder wie er heißt hier stehen, ne? So, du hast wie das Übliche, ne? Ein Silberschwert. Not the best constitution dazu. Na, geht aber. Er hat 39 ausweichen. Ja, geht so. Weil das ist hier ganz schön scheiße. So, wir müssen jetzt so schnell durchwaschen wie möglich. That's not that easy. Nee, dann kannst du doch für irgendeinen tanzen. Also Lynn kommt an keinen ran. Das ist schlecht. Zane könnte... 1, 2, 3, ne, der kommt eh nicht weiter. Aber Heath könnte noch einen umnieten. Florina könnte noch einen umnieten und schön weiterfliegen. Er könnte reinlaufen wenigstens. Ich glaube, ich werde ihn mit Kenneth umbringen. Einmal. Oh. Flugs reicht. Boom, Voodoo Action. Du bist down, Kumpel. Swoot. Und schönes Level Up für Kenneth. Geil. Ich muss auch mal Schluckchen schlürfen. Meine Stimme ist ein bisschen am Abkacken heute. So. Ja, kannst du einen vielleicht sogar umbringen. Ja, das ist der Donnertyp jetzt tatsächlich noch ein bisschen weniger gefährlich. Na ja, komm. Schlitz! Down! Swoot! Ganz viel EXP. So, ausgewichen, hier steht niemand. Also Florina ganz weit nach vorne. Mit einem Langspeer jetzt. Ja, deswegen. Das wusste ich doch. Ein Stahlbogen. Ja, da ist Florina schon ein bisschen angeschlagen. Und hier ist keiner mit einem Pokativstab. Schade, schade. Zane kommt nicht ran. Heath kann mal mitlaufen. Jetzt auch mal wieder mit einem Langspeer mit dem normalen. Eigentlich könnte ich dir mal einen Fackelstab geben zur Not. So, dann werde ich vorlaufen und Lynn mal einmal andancen, damit die den Bischof da oben schnetzeln kann. Einerseits braucht sie einen Erfahrungspunkt aus und denke ich, kann sie das ganz gut mal meistern, weil sie hat ja eine relativ vernünftige Resistenz mittlerweile. Critical Bogenhitter nicht nötig gewesen wäre. Swing Level 4 und immer ein bisschen mehr Fähigkeit. Und Resistenz ist auch nicht schlecht. Elysias Peitsche braucht niemand mehr. Zane kann noch mitrippeln. Hector latscht auch nochmal hinterher hier. Und auch unser lieber Merlinus kommt uns noch hinterher. Ja, bis hierhin ruhig. So, next round. Oh mein Gott, das sind viel zu viele. Wow. Okay, er verteilt One-Hit-Kills gegen Ritter. Aber was haben sie alle gegen Ligold? Der hält echt nichts aus. Du. Im Gegensatz zu Jafar wollte ich gerade sagen, aber so, Alter, stop this shit. Oh, hör auf dich treffen zu lassen, du Pimmel. Oh, natürlich hat Farina keine Distanzwaffe draußen. Nino kriegt aufs Face. Oh nein. Oh, Alter. Ey, weich doch mal aus, du Pimmel. Der RNG will mich gerade trollen. Ja, toll. Heath Level Up, was soll der denn damit? Wenn uns jetzt Jafar wegknackt, ist sowieso vorbei. Oh nein, weich aus, du... Ey, du behinderter Pimmel, Alter. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Oh, Leute, was geht denn hier ab in diesem Dreckskapitel? Ey, konnte überhaupt... Was soll ich denn dagegen machen, ey? So schnell bin ich ja nicht, Maike. Und ich bin echt gerade ziemlich schnell. Ich hätte fast Nino erreicht. Nach zwei Runden. Was zum Teufel? Ja, macht das auch. Ey, was ist denn hier heute los, Alter? Hier weicht niemand aus. Was zum Teufel geht denn gerade ab hier, Alter? Ja, nee, Leute. Könnt ihr mal voll vergessen. Ja, wie schnell soll man denn sein, ey, wenn der da reinrennt und den da niemand ausweicht? Was soll ich denn machen? Dafür kann ich doch nichts. Alter, drei Axtkämpfer. Alle getroffen. Haben die alle einen Klingenmeister gehabt oder was ist los? Sind die nicht ganz dicht in der Birne? Alter, Leute. Ey. Was soll man denn dagegen machen? Ne, kann ich gar nicht gegen machen, wenn der RNG mich hier trollt mit... Was weiß ich, was haben die mit dir getroffen? Wenn die normale Eisenachse gehabt haben, die haben die vielleicht 10% gehabt. Und haben dreimal getroffen. Dreimal. Was zum Teufel? Was geht denn hier ab?
Weil wenn es ein Klingenmeister gewesen wäre, hätte der viel mehr Schaden gemacht als nur 10 läppische Punkte. Der macht nämlich mehr Schaden, der ist nämlich ziemlich mächtig und Jafars Verteidigung ist zwar nicht schlecht, aber so hüten er dann auch nicht. Was zum Henker? Geht denn hier gerade ab, Alter? Nee, Leute, sorry, aber... Jo, bis gleich, keine Ahnung.